Hallo, Sie sind mal wieder in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott, das ist er hier, mein Mitarbeiter. Ich bin der Steffen, ich bin hier im Verkauf von der Erlebniswelt Mott tätig und heute mit dabei unser Freund, der Held der Arbeit, den wir dann nachher für die Aufmaße brauchen. Ja genau, nämlich der Steffen stammt aus dem Wilden Osten, gell? Ja, aus Thüringen. Aus Thüringen, ja. Und da hat er jetzt diesen Zollstock daneben mitgebracht, finde ich ganz klasse, Helden der Arbeit, wird er bei uns leider nicht so gekürt, dort dabei sind so die Schaffer, die Deutschland hochhalten. So. Das große Thema ist heute große Menschen, lange Kerle. Der alte Fritz hat die schon gesammelt um sich herum, ne? Das waren die lange Kerle, die wurden dann rausgeklaut aus der Bauernhöfe und so und wurden zu Soldaten gemacht. Die Überlebenden und die Nachfolger von denen, die Nachkommen, die sind vielleicht sie. Auch so ein lang gewachsen mit 1,90 m und größer. Und eigentlich will man ja gar nicht so groß sein. Viele kommen mit so einem Buckel her. Ich bin früher auch immer so gelaufen, um kleiner zu sein. Irgendwann bin ich dann groß geworden und habe mich ausgestreckt. Und diese langen Kerle, so wie ich zum Beispiel, möchte ja auch gern E-Bike fahren. Aber so einfach ist das ja gar nicht, gell? Nein. Weil ich denke, das liegt auch daran, dass wirklich ein minimaler Anteil der Bevölkerung überhaupt über 1,90 Meter kommen. Ne? Das sind so auf jeden Fall unter 10%. Es sind 6%, ich habe extra nachgeguckt. Genau, 6% sind es. Und das macht das Ganze natürlich auf der Suche nach dem idealen Bike nicht einfach für die Leute. Genau, weil sie sind normalerweise, wenn sie in ein Fahrradgeschäft reingehen, sind sie da im Massenmarkt. Also das heißt, da stehen Angebote da so rum, wo für die meisten Menschen der unserer Bevölkerung passen sollen. So lange Kerle, dann erschrecken die Verkäufer, ziehen womöglich die Sattelstütze ganz weit raus und sagen, passt doch. Nee, es passt eben nicht. Denn es kommt da auf zum Beispiel auf die Rahmenhöhe an, auf die Rahmenlänge. Und das wollen wir Ihnen jetzt einmal zeigen, wie das so funktioniert und wie Sie selber sich da einen Eindruck verschaffen können, ob Sie sowas brauchen und ob Sie eventuell zu uns nach Lauda kommen, um das richtige E-Bike für Sie zu finden. Oftmals ist ja dann auch so gewesen, wenn die dann sich ein Bike haben gekauft, ist ja, sieht ja immer ganz komisch aus, der Sattel sehr hoch, Lenker sehr weit unten. Dadurch wird natürlich wieder das Gewicht nach vorne gelagert und das wollen wir heute mal zeigen, wie man das verbessern kann. Ja genau, und die haben dann immer Schmerzen in Rüge und. So, als erstes mal habe ich hier so ein Messgerät und damit kann man die Schrittlänge messen. Sie können das auch zu Hause machen, bei sich. Ich habe da schon einen Film gemacht, wie man das mit dem Buch, mit der Bibel, man zieht sich die Bibel da so hoch und misst es dann. Bei manchen hat es geholfen, bei manchen nicht, ne, mit der Bibel. Ja. So, jetzt ist es so, steig doch einmal du daneben drüber und dann zieh bitte vorsichtig hoch, nicht so fest, nicht, dass du dich verletzen tust, Nein. Du weißt schon, Männer, ne, und so. Also du hast jetzt, er hat 84 cm. Bei einer Körpergröße von? 1,75. Aha. Dann, guck mal, was habe ich? Jawohl, ja, da sind wir bei auch 94 dann. Aha, 94. So, und jetzt haben wir noch ein Exemplar bei uns, der ist gerade eben so vorbeigefahren und da habe ich gesagt, kommen Sie mal schnell rein. Sie sind so ein ganz langer Kerl, da vom alten Fritz nachkommen. Der Herr Thiel, kommen Sie mal, Herr Thiel. Er kommt jetzt aus dem, hinten von der Front kommt er. So, der Herr Thiel und lese mal und ziehe sie noch ein bisschen hoch, aber nicht das weh. Ja, noch ein bisschen hoch, genau. Und da sind wir auch bei 94. 94 Zentimeter, noch ein bisschen höher, da ist noch mehr drin, oder? Ja, wir gucken noch mal. Einfach mal ein bisschen hoch, warte mal, so, genau. Ja, das sind 96. 96, mhm. 96. Und jetzt, Herr Thiel, wie groß sind Sie? 1,92. Aha, und jetzt kommt eine interessante Regel. Also, Sie kennen doch das Bild vom Leonardo da Vinci, wo so der Mensch drin steht und da schlägt so ein Kreisbruch außenrum. Der Leonardo hat den Mensch berechnet, ne, in seine Proportionen. Und das habe ich auch gemacht und habe Folgendes festgestellt. Wenn Sie die Körpergröße dividieren durch 2, erhalten Sie das normale Beinlängenmaß. Also, bei Ihnen wäre das 1,92 m, 96 cm lang, 1,92 m, haut ziemlich hin, ne? Ist gut, oder? Liegt ein bisschen drüber.
über der Hälfte. Ja, aber das ist so ein Zentimeter hin und her, ist alles in Ordnung. Ja. Bei dir stimmt es auch, bei mir stimmt es auch. Aber wissen Sie, bei wem es nicht stimmt? Bei dem Mann hinter der Kamera. Richtig. Markus, komm mal her. Komm mal her, Markus. Sag mal Hallo, Markus. Hallo. So, jetzt steig doch einmal daneben drüber. Wir wollen mal gucken, was du für eine Beinlänge hast, oder Schrittlänge, wie man sagt, ne? Jawohl. Ah, das sind 78 cm. 78 cm. Und bei einer Körpergröße von? 1,73. Oh hey. Wenn wir jetzt 1,73 haben bei dir, tut's weh? Nee. Mhm. Gut, wenn wir bei dir 1,73 haben, die Hälfte davor wäre ja 86 cm, ne, etwa. Du hast aber nur 78 cm. Ja. Da fehlt doch was. Also entweder sind die Beine nicht lang genug gewachsen, ja, oder der Körper. Da gibt es doch ein Sprichwort. Ja, das hieß, Lügen haben kurze Beine. Was bist denn du für einer? Hast du mir was noch nicht gestanden? Danke fürs Gespräch, meine Kollegen. Nein, also jetzt pass auf, wir haben uns ja vorher schon mal drüber unterhalten, als wir dich vorhin vermessen haben, und hast du dann bestätigt, du hast ja ganz so riesige Hose, du hast dann gesagt, dass du immer das Problem hast, wenn du Hose kaufen tust, ne? Ja, weil wenn ich nicht dran denke und mir diese, wie heißt das, Untergröße oder Unterlänge kaufe, dann muss ich meine Hose immer umkrempeln. Ja, und das ist ein Beweis dafür, du hast zu kurze Beine. Ja. Und das Sprichwort tut sich da wieder ganz klar wieder erfüllen. Und überhaupt, sag einmal, warum hast denn du so schlechte Hose an? Du verdienst doch bei mir genug Geld, kannst du nichts Neues leisten. Dazu kann ich jetzt leider keine Angabe machen. Nicht sie, ohne sein Anwalt. Du, kauf doch mal was Neues, was, mal wieder. Ja, ja, wieder was Neues. Das ist einfach jetzt halt eine neue Mode. Ja, was, das alte Klumpen auch zu ziehen? Hat das Verrissene auch zu ziehen. Das kannst du mit deiner Generation nicht verstehen. Ja. Das ist okay für mich. Ich verstehe es. Wir wollen es jetzt auch nicht lösen. Es geht ja um die lange Kerle. Also jetzt husch wieder hinter die Kamera mit dir. Also Sie haben gesehen, das sind jetzt die Generationskonflikte, die man hat. Und die Aufgabestellungen, die wir mit unseren Kunden haben, dass zum Teil auch so kleinere Exemplare kommen zu uns, aber die haben oft, man will es ja nicht unbedingt jetzt erwähnen, aber die haben oft einen großen Bauch und sie haben kurze Beine und so einen großen Bauch und dann ist manchmal der Kopf so ein bisschen drin. Und ja, die gibt es ja auch. Auch die haben sich entwickelt im Laufe der Evolution. So wie die lange, so haben sich auch die kürzere entwickelt. Hat alles seinen Grund. Ja, und jetzt sage ich mal Ihnen mal, was wir mit einer großen machen könnten, wenn Sie jetzt so von der langen Kerle sind, 1,90 Meter aufwärts, was wir Ihnen da anbieten können. Ja? Ja, also. Ha, ha, ha. Also Steffen, dich lasse ich jetzt nicht da drauf sitzen auf das Rad. Ich habe zwar lange Beine, aber kurze Körpergröße. Ja, sagen wir mal so, du bist normal proportioniert, das haben wir vorhin ausgerechnet. Das daneben ist es zum Beispiel eine Rahmenhöhe 65 cm. Das ist unser größtes Rad, wo wir hier im Haus haben bei uns. Und das ist selbst mir zu groß. Also, hoppa! Also, ich komme mit Ach und Krach, komme ich jetzt daneben drauf. Ich bräuchte Rahmenhöhe 60 cm bei diesem Modell. Und das sieht man jetzt auch, wenn ich jetzt daneben runtergehe. Tut man übrigens die richtige Sattelhöhe berechnen, Pedal runterstellen mit der Ferse drauf und dann soll das Bein durchgestreckt sein, dann wenn ich hier meinen Fuß dann draufstelle, dann ist es leicht angewinkelt, also so, ne? So. Und das ist jetzt mir zu lang. Also einfach zu großes Rad. Aber vielleicht habe ich Sie so eine Beinlänge, jetzt überlege, das können Sie sich ganz schnell rauskriegen, wenn Sie jetzt Ihre Beinlänge gemessen haben. Ich habe jetzt zum Beispiel Kopf 94 etwa, ne? Ja. Und jetzt messe ich daneben runter. Und bin dann bei der Oberkante. Ja, da haben wir so 98. Des Sattels 98. Ja, das sind 4 cm zu viel. Ne? Also, das heißt, als erstes mal muss die Rahmenhöhe stimmen, die Rahmengröße. Und dann können wir
entsprechend noch mit zum Beispiel mit Federung arbeite. Eine große Feder, also ein großer Aufbau von der Federung, kommt von vornherein höher raus. Wie jetzt zum Beispiel eine starre Sattelstütze, wo dann Kokofeder drin ist, die könnte man weiter runterschieben. Also auch hier können wir den Sattel hier, der ist ja ganz unten am Anschlag. Es würde bei Ihnen ja auch funktionieren. Andersrum, wenn bei Ihnen dann der 60er Rahmen wäre, könnte man dann mit der Sattelstütze ein bisschen weiter raus, so wie jetzt, genau. Ach so, ne? Aber Sie, da steckt ja noch ganz viel drin. Also gesetzt auf einmal würde das so weit rausziehen. Oh mein Gott! Ui, das geht mir ja bis zum Bauch, bis zum Nabel. Hä? Aber was sieht man denn jetzt auf einmal? Dann ist auf einmal der Lenker viel zu weit unten. Richtig, aber dafür haben wir ja die Lösung. Ja, also kurz noch einmal, wenn Sie so bisher gefahren sind mit Ihrem Fahrrad, dann hatte Sie immer das Problem, Sie müssen ständig stützen, dann tun die Handgelenke weh, dann tun die Schulter weh, der Nacken tut weh, der Rücken tut weh, alles tut weh. Und jetzt sollte man hier da noch höher kommen. So, schwuppdiwupp, hier bringe ich ein Tauberrad in Erscheinung. Ja, das Tauberrad Crossover. Ja. Ich würde jetzt mal was dazu sagen. Und zwar haben wir eben erwähnt, dass wir die Lösung haben. Und zwar, dass der Lenker höher liegt wie der Sattel, damit die großen Fahrer bequemer drauf sitzen können. Und zwar gibt es hier bei Tauberrad den sogenannten Speedlifter. Das ist ein verstellbarer Lenker, den wir in der Höhe verstellen können. Dadurch haben wir jetzt im Prinzip das Verhältnis von der Höhe her zwischen Sitz und Lenker erhöht. Durch den Speedlifter, dadurch sitzen die Kunden nicht mehr im Prinzip gebeugt nach vorne, sondern eher schön aufrecht. Das Ganze könnte man jetzt, wenn man wollte, nochmal mit einem geschwungeneren Lenker verbessern. Gestern habe ich erst einen Kunden gehabt, der genau so ein Crossover-Herren sich ausgesucht hat. Und das war für ihn die optimale Lösung, weil er sagt, er hatte immer Kreuzschmerzen, er wollte einfach bequemer sitzen und das war die optimale Lösung für ihn. So, pass auf, ich passe zufällig auf das Rad drauf, mit dem habe ich schon große Touren gemacht. Ich schaue mir das jetzt mal an, das hat das Rahmenhöhe 55. Übrigens, lassen Sie sich nicht so sehr von Rahmenhöhen irritieren, ja. Was man Ihnen sagt, wie groß der Rahmen ist. Es gibt unterschiedliche Geometrien. Der eine Hersteller macht so, der andere so. Was beim einen 55 ist, wirkt sich aus wie beim anderen mit Rahmenhöhe 60 cm. Genau. Das ist für einen Außenstehenden erstmal schwer zu begreifen. So. Nachzuvollziehen ist aber so, ja. Also. Vorhin habe ich ja gezeigt, wenn man denn die Ferse draufstellt aufs Pedal, dann sollte das durchgestreckt sein. Ist gerade im Moment nicht der Fall. Also ich mache es noch ein bisschen höher. Da. So. Halt. Ah ja, gut. Und hopp. Jetzt. So, okay. So passt. Ne? Wunderbar. Ich habe auch nach vorne, habe ich jetzt einen schönen Abstand. Hier die Arme, die soll ja auch immer etwas angewinkelt sein. Das kann man dann zum Beispiel bestimmen, eben was du gerade gesagt hast, ja. Durch Vorbaulänge oder die Lenkergebung, Formgebung. Richtig. Und sie stelle auch Folgendes fest, man kommt, wenn man die Sattelhöhe richtig eingestellt hat, kaum noch mit den Füßen auf dem Boden. Also einfach anhalten und die Füße abstellen, das geht ja nicht. Mhm. Wenn man die optimale Trethöhe haben möchte, ne? Ja. Vielleicht kann man versuchen, so ein bisschen auf dem Fußballen vorne aufzukommen mit dem Standfuß. Der andere ist dann auf der Pedale in Startposition. Dann ist das immer optimal, genau. Ja, genau so. Und jetzt zeige ich Ihnen was. Also wenn ich jetzt so eine Tour machen täte und vor, sagen wir mal, mit einem bestimmten Krafteinsatz, ich will sportlich vorne ein bisschen vorwärts kommen, dann würde ich den Lenker jetzt in dieser Position lassen. Aber wenn ich bequem vor, also zum Beispiel mit meinen Enkeln oder so. Mal richtig cruisen. Ja, und die sind langsam und da muss man eher langsam tun und dann würde ich den Lenker hochstellen. Haha. Und diese Position an einem großen Rad ist normalerweise kaum einstellbar. Warum? Weil alle Hersteller
gar nicht diese Höhe vorsehen. Die gehen her und kürzen, das sage ich mal Ihnen gleich, die kürzen diese Züge so, dass das Ganze hübsch integriert ist und nichts mehr daneben rumsteht. Aber dafür haben wir keine Möglichkeit mehr. Was zu verändern, das ist eigentlich unmöglich. Ja. Also das bedeutet, große Leute, die jetzt vielleicht sogar einen großen Rahmen finden, aber der Lenker ist zu nieder und die sagen, ich würde halt gerne ein bisschen höher sitzen. Es ist unmöglich zu machen. Früher war das viel einfacher hier in dieser Version. Und schau Sie, wenn ich denn das ganz rausmache, es ist immer noch genug Spiel da von den Leitungen da, was da alles geht. Ja. Und das ist eben die Kunst für große Leute, einen großen Rahmen zu finden, den entsprechend richtigen, aber auch den Lenker hochzubringen. So. Das haben wir halt bei Tauberrad, ne? Da haben wir die Möglichkeit. Jetzt zeigen wir Ihnen mal, wo das eben nicht funktioniert, dass man den anderen Lenker einbauen könnte. Nimmst du gerade mal das weiße Rädchen da? Genau bei dem Fahrrad wäre jetzt das der Fall. Wir haben hier sehr oft einen vorgegebenen Vorbau. Wir haben hier ein Bedienelement, das Kiox, das hat hier so kurze Leitungen. Wir hätten die Möglichkeit, mit einem Vorbau bei uns aus der Werkstatt zu arbeiten, um einfach die Länge des Lenkers nochmal nach vorne zu bringen und auch die Höhe weiter nach oben zu neigen, ist aber aufgrund der kurzen Leitung, das sieht man gerade hier, die hier aus dem ganzen Rohrsystem rauskommen, so kurz sind, dass man gar nichts mehr verändern kann. Und das ist unser großes Problem. Leider haben sich die Designer hier durchgesetzt und wollten alles integriert haben, so wenig Züge wie möglich, dass man sieht. Wenn es passt, ist er in Ordnung. Nur wenn es nicht passt, haben wir ein Problem. Aus dem Grund ist es, wenn man sagt, wenn man so eine kritische Körpergröße hat, also wenn man besonders groß ist, ist es einfach wichtig, auch einmal bei uns vorbeizukommen, eine Probefahrt zu machen. Wie sitzt man denn eigentlich da drauf? Und dann zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz an einem anderen Modell, wo wir was machen können. So, und jetzt, Steffen, schau, da habe ich jetzt so einen Vorbau mitgebracht. Ja, der hat mindestens 115 mm und ist genau der optimale, zumal der sogar noch das Level 6 hat für Schwergewichte. Ja, also darauf müssen wir natürlich auch achten. Gucken Sie her, wenn man jetzt den Vorbau hier anbringen täte, wo dann der Lenker wäre in der Position. Also Kabel haben wir noch ein bisschen da, eventuell müsste man verlängern, in ganz besonderen Fällen machen wir nicht gern, aber man kann es, dass man hier mal eine Bremsleitung verlängert und hier noch ein bisschen rausziehen und beiziehen und dann könnte man den Lenker quasi in diese Position bringen, hierher. Ja. Und dann sitzt man schon deutlich bequemer drauf. Warte mal, mein Imbus. Ja, ich habe noch reicht. So. So, ich mache mal kurz ein bisschen Platz. Upsala. Machen wir das ein bisschen weiter runter. Ja, also ich finde es auch wirklich gut, weil hier sieht man auch, bei dem Intuvia sind die Leitungen auch viel länger wie beim Kiox, auch hier die Bremsleitungen und so weiter und von der Schaltung. Das ist halt optimal. Ne? So. Also, nimmst du mal gerade. Also wenn ich jetzt so vorne tät, also so, ne, passt wieder, Sattelhöhe. Ja. Ah, könnte noch einen Zentimeter hoch, egal. Ich bin doch tatsächlich ein bisschen zu weit unten, das merke ich. So, der Abstand nach vorne ist okay, ne? Aber Sie könnten noch ein bisschen hoch. Angenommen, wir würden jetzt wirklich also den noch draufsetzen und wären dann so in der Höhe, da wären Sie nochmal locker hier oben auf der Höhe, das heißt locker 6 bis 8 Zentimeter höher und das würde viel ausmachen. Also er wäre etwas zu lang, der Vorbau, den gibt es noch etwas kürzer und dann könnte man den ja auch noch schwenken. Okay. Also man könnte den dann optimal anpassen. Genau. Aber so wäre mir das tatsächlich auf Dauer hin zu anstrengend. Ja, also das sind jetzt mal so interessante Einblicke vielleicht in diese Kunst, einem großen, langen Kerl das richtige E-Bike anzupassen. Dann kommt es noch ein bisschen hier auf die Oberrohrlänge an. Richtig. Da kommen wir jetzt nochmal auf den Punkt zurück, weil von Markus,
dass der Markus halt kurze Beine, langen Oberkörper hat, das geht ja nicht nur den kleinen Menschen so, sondern auch den Großen. Das kann jetzt beim Großen auch sein. Und da kommen wir jetzt gerade nochmal auf den Vorbau zurück. Wenn wir jetzt wirklich jemanden mit kurzen Beinen, aber langen Oberkörper haben, müssten wir natürlich auch dementsprechend das anpassen. Und die Lösung haben wir auch bei uns hier im Geschäft, die wir dann immer hier vor Ort auch anbieten, mit den Kunden durchgehen, das durchmessen. Und das könnten wir alles dementsprechend einstellen. Ja. Also das erfordert natürlich auch ein bisschen Zeit. Aus dem Grund können wir das nicht ohne Termin machen. Also man braucht etwa für so eine Prozedur 1 bis 2 Stunden. Auf jeden Fall. Und dann kriege ich sie aber tatsächlich das ideale E-Bike, wo sie mit vorne so, jawohl, endlich mal ein Rad, das mir passt. Genau. Es gibt da noch ein paar so interessante Dinge. Zum Beispiel Tretkurbellänge, das wollte man Ihnen gerade noch sagen. Darüber habe ich noch einmal referiert auf der Seite für die großen E-Bikes. Die Tretkurbellänge hier, die hat ja was mit der Kraft zu tun, wo ich einleite. Und Sie wissen ja, bei Kinderrädern sind die Tretkurbeln ganz kurz und bei einem Erwachsenenrad sind sie länger. Aber es gibt ja lange und große, ne, unter uns Erwachsenen. Ja. Und diese Kurbellänge da mit 170 mm, das habe ich standardmäßig, manche aber 175 im Mountainbike-Bereich, aber sonst normal 170, die sind normalerweise für einen langen Kerl viel zu kurz. Und vielleicht haben Sie das auch schon gemerkt, wenn Sie als langer Mensch einen Berg hochfahren, dann strengen Sie sich mehr an wie die Kurze. Weil einfach die Übersetzung nicht stimmt. Die Hebel sind für uns zu kurz. Und es gibt aber keine längere, leider Gottes. Da müsste man dann eventuell auch die Rahmengeometrie ändern, macht man nicht. Aber es gibt ein paar Tricks, die wir hier anwenden, wo Sie bei der gleichen Drehkraft, mit der gleichen Drehkurbel mehr Kraft erzeugen und wo der Motor stärker wird. Und diese Tricks verraten wir Ihnen natürlich in dem Video nicht, Sie sollen hier zu uns kommen. Und dort bekommen Sie dann diese Informationen und wir passen Ihnen dann auch die entsprechenden Testräder an, sodass Sie dann auch das empfinden können, so, jawohl, so wird's, so passt's. Genau. Haben wir sonst noch was zu sagen? Ja, auf die Motorkraft kommt es natürlich auch ein bisschen an, ne? Ja, also ein schwacher Motor wäre für so einen großen Kerl vielleicht etwas untermotorisiert, weil wer lang ist, ist meistens auch ein bisschen schwerer. Ja. Wobei es gibt da so Asketen, habe ich schon gesehen, ganz dünne, so Speichel irgendwie, aber die meisten haben so über 100 Kilo. Ne? 100, 110 bei einer Körpergröße zwischen 1,90 und 2 Meter haben die dann auf jeden Fall. Ja, das ist normal. Und dann ist es auch wichtig, dass die dann dementsprechend einen Motor haben. Natürlich kommt es auch darauf an, ob man mehr bergig fährt oder ob man mehr Flachlanden, kleine Hügel fährt. Ne? Da haben wir dann 2 Motoren hier zur Auswahl und die würden wir dann auch je nachdem, wie der Kunde seine Touren plant, auch entsprechend empfehlen. Ja, genau. Und daraus resultiert, wie viele Akkus braucht man, starke Auto mit viel Kapazität, vielleicht 2 Akkus gar. Wie stark sind dann die Bremsen oder die Bereifung, schmal oder breit? Kommt es auch drauf an, ja. Die Schaltung, Kettenschaltung, Nabenschaltung und wenn, dann welche Nabenschaltung? Wie macht man die Lenker vor? Macht man sie so oder ein bisschen nach hinten? Dann das Thema hoch und runter und hin und her, welche Sattelstütze? Also das Kapitel ist riesig groß. Das lösen wir ja dann hier direkt im Gespräch vor Ort. Und wie Sie auch gesagt haben, wir werden da uns auf jeden Fall Zeit nehmen. Ich sage mal Minimum 2 Stunden. Es kann auch gerne mal ein Vormittag oder Nachmittag dauern. Bei uns ist immer wichtig, die Lösung muss her und der Kunde muss zufrieden sein. Und so lange arbeiten wir halt immer dran. Ne? Ja, ach ja. Und bevor Sie kommen, tun Sie sich bitte so eine Online-Kaufberatung ausfüllen und schicke uns das zu. Da kann man nämlich anklicken, Körpergröße, Länge, Beinlänge und solche Sachen, welchen Wunsch da Sie haben. Und dann können wir schon auf Sie dann individuell eingehen, bevor Sie schon kommen. Das hilft uns allen. Ja, also dann wünschen wir Ihnen noch einmal, dass Sie durch diesen Film wesentlich mehr Erkenntnisse gekriegt haben. Nicht einfach losstürmen, kaufe euch ein E-Bike. Und animiert, motiviert, hierher kommen. Ja. Ja. Und dann wird das auch was. Also, dann bis dahin. Bis bald. Tschüss. Dankeschön.